Ich freue mich sehr, aus der Sicht eines Sozialpsychologen und eines, wie soll man sagen, Publizisten im Bereich unserer Themen Klimakommunikation und so hier ein paar Gedanken vortragen zu dürfen, die möglicherweise auch nochmal einen anderen Aspekt thematisieren als das, was bislang vorgekommen ist. Und ich lese gerne nicht die Fachliteratur, sondern ich lese gerne die Bild-Zeitung und die FAZ, insbesondere den Reiseteil und den Wirtschaftsteil. Und ich möchte mit einigen Lektüre-Erlebnissen beginnen, um in diesem Vortrag, wir haben ja erst 9.30 Uhr, mal so ein bisschen munter einzusteigen. Und ich lese Ihnen mal eine Reportage vor aus der Bild-Zeitung vom vergangenen Jahr. Die hat die Überschrift »Meine total verrückte Reise um die Welt«. Der Teaser ist 4 Kontinente, 8 Städte, 40.200 Flugkilometer und das in nur 5 Tagen. Bildreporter Michael Quandt, 48, flog für 1.827 Euro und ausschließlich mit Billigfliegern um die Welt und hat mit der schnellsten Sightseeing-Tour aller Zeiten einen Weltrekord aufgestellt. Und hier kommt... Sie gucken alle dahin, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Okay. Warum macht man das? Ist das von irgendeiner Notwendigkeit? Ich stehe hier. Und da ich normalerweise mit dem Publikum interagiere, ist es für mich schwierig. Aber gut, im Moment bin ich ja noch im Vorlesemodus. Also die verrückte Reise um die Welt, Tag 1, Mittwoch, 6.9. 7.15 Uhr hebe ich in Berlin ab. Mit Ryanair geht's nach Bukarest. Nach der Landung düsen wir mit dem Taxi zum Parlamentspalast. Wir haben 3 Stunden Zeit. Um 14.40 Uhr geht es weiter nach Dubai. Bei Fly Dubai haben wir 2 Zentimeter Beinfreiheit mehr. Enges trotzdem. An Schlaf ist nicht zu denken. Es ist trubelig an Bord wie auf einem Bazar. Um 19.25 Uhr landen wir, Temperaturschock, 37 Grad am Abend. Wir entspannen auf der Rooftop Bar Level 43. Tag 2, Donnerstag, 7.9. Um 3 Uhr schlafen wir in der Lobby des Jumeirah Emirates Tower Hotel 2 Stunden. Dann startet unsere Jeep-Tour durch die Wüste, die ich mit einem Ritt auf einem Dromedar beende. Danach überwinde ich meine Höhenangst, genieße in 452 Meter Höhe den Blick über die Stadt auf der 124. Etage des Burj Khalifa. Mittags geht's weiter nach Bangkok. Tag 3, Freitag, 8.9. Mit 30 Minuten Verspätung landen wir um 2.30 Uhr lokaler Zeit in Bangkok. Jetzt erstmal zum Sampeng Night Market. Im Morgengrauen Frühstück auf einer Hotelterrasse mit sensationellem Blick auf den Wat Arun, den Tempel der Morgenröte. Anschließend Fußmassage im Wat Phu-Tempel. Dann mit dem Longtail-Boot über den Chao Phraya. Zurück am Flughafen miete ich mir bei Sleepbox für 30 Minuten ein Zimmer. Dusche für 8 Euro erstmals nach 46 Stunden rein. Reisezeit. Mittags fliegen wir mit Air Asia weiter nach Singapur. Erster Stop Gardens by the Bay, Beine vertreten. Dann zum coolen Infinity Pool in der 57. Etage des Marina Bay Sands. Grandiose Aussicht. Tag 4, Samstag, 9.9. Um 1.45 Uhr heben wir mit Flyscoot ab nach Sydney. Schon vor dem Start ratze ich ein. Schlafe trotz Turbulenzen 6 Stunden. Nach der Landung bringt uns ein Taxi zum weltberühmten Opera House. Blauer Himmel, Sonnenschein, 15 Grad. Noch schnell zum Paddy's Markets, aber für Souvenirs ist eh kein Platz. Also ab zum Flughafen mit Jetstar fliegen wir weiter nach Honolulu. Uber-Fahrer James fährt uns mit einem Tesla zum Waikiki Beach. Ich esse ein traditionelles Shave-Eis, dann Flug nach Las Vegas. Tag 5, Sonntag, 10.9. Bei Sonnenaufgang fliegen wir mit Southwest Airlines nach Baltimore, unserer letzten Station. Blitz-Sightseeing-Tour zum Federal Hill Park, bevor wir mit Wow Air, mit Ministopp über Reykjavik, Klammer auf Island, Klammer zu, zurück nach Berlin düsen. Das war die total verrückte Reise um die Welt von Herrn Quandt, 48, für 1.827 Euro. Okay? Ich lese Ihnen noch eine andere Geschichte vor. Das war ja jetzt eben die Bild-Zeitung, jetzt kommt die Qualitätspresse. Ich liebe in der Frankfurter Allgemeinen, nicht Sonntagszeitung, sondern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Beilage Technik und Motor. Die kommt immer dienstags. Und in der Beilage Technik und Motor erfährt man, was gerade so der Trend
bei allen technischen Dingen ist. Und unlängst gab es eine Reportage über die neuesten Trends im Yachtbau. Also das betrifft die meisten von Ihnen nicht, sondern eher die Multimilliardäre unter uns und sagen wir mal die dreistelligen Millionäre. Aber der neueste Trend im Yachtbau ist nicht einfach nur größer und länger, sondern Abenteuer. Explorer-Schiffe sind das Neueste, was es gibt. Explorer-Schiffe sind riesige Schiffe, die auch darauf konstruiert sind, Eis zu brechen, weil die Auftraggeber, die Eigner dieser Schiffe natürlich in Regionen vordringen möchten, wo Michael Quandt nicht hinkommt, noch nicht. Und ich lese Ihnen nur eine kurze Passage vor, damit Sie einen Eindruck kriegen, worüber wir hier sprechen. Zum Beispiel über die Sea Explorer 75. Die Sea Explorer 75 wird Suiten für bis zu 12 Passagiere zur Verfügung stellen. Das erste Exemplar, exakt 76,9 Meter lang und 14 Meter breit, ist in Bau. Der Käufer, passionierter Skifahrer, Wellenreiter und Taucher, wird ein Arsenal an Sport- und Spaßgeräten dabei haben. Surf-Equipment, Tauchkammer, Tauchbegleitboot, Skiraum mitsamt Lawinensicherheitsausrüstung, 2 Schneemobile, 4 Jetski, U-Boot, Rettungsboot, Edeltender, 2 Außenborder Schlauchboote. Die beiden Hubschrauber vom Typ Airbus ACH-125 bringt ein gut 11 Meter messender Lift vom Doppelhangar im Bauch des Schiffs aufs zertifizierte Helideck. Maximales Startgewicht 4000 Kilogramm. Jetzt fragen Sie sich als aufmerksame Zuhörerin, wieso 2 Helis? Der Grund ist ganz einfach Sicherheit, weil wenn der Explorer irgendwie in die Eiswüste fliegt mit dem Helikopter und der Helikopter geht kaputt, hat er noch einen zweiten in Reserve. Ja? Ansonsten wäre es ja irgendwie Mist, ja? Da geht es ihm irgendwie wie Amundsen oder anderen und er muss dann zu Fuß weiter oder so. Warum lese ich Ihnen diese Geschichten vor? Weil diese Geschichten unfassbar interessant sind, weil das die Geschichten sind, die gelesen werden. Sie werden gelesen, sie werden weitererzählt, sie werden interessant gefunden und sie sind Geschichten über Normen des Lebens in unserer Gegenwartsgesellschaft. Und sie sind deshalb normativ so wahnsinnig interessant, weil das eine Ende bildet gewissermaßen die Explorer-Geschichte. Das ist der expansive Luxuskonsum, wo immer neue Sachen ausgedacht werden. Es ist ja auch völlig klar, wo jetzt Tante Frieda und die kleine Chantal Kreuzfahrten machen, muss natürlich der Yachtbesitzer sich was anderes ausdenken, um Statuskonsum noch vernünftig zu realisieren. Nebenaspekt des Ganzen, wenn Sie auch in diese, ich finde es immer toll, auch die Anzeigen in der Zeit, in der FAZ und so weiter, insbesondere in den Reiseteilen anzugucken, und dann finden Sie genau dasselbe, nämlich Kreuzfahrtschiffe, die jetzt mitten in die Arktis fahren, auf Amundsens Spuren und so weiter, wo man ja vor 10 Jahren das in seinen schwärzesten Träumen sich nicht hätte vorstellen können. Aber was passiert ist, dass es ein Rennen gibt zwischen diesem Statuskonsum extremster Art, repräsentiert über diese Explorer-Schiffe, und dem auf Massenkonsum runtergebrochenen Folgemodell. Und insofern ist das, was Michael Quandt macht mit seinen 1827 Euro um die Welt, letztlich nur eine Spiegelung dessen, was ursprünglich mal neu erfundener Statuskonsum gewesen ist. Die Flugreise um die Welt und alles dieses. Ja? Und das Interessante ist, deshalb lese ich, habe ich Ihnen Michael Quandt in Gänze vorgelesen, das Interessante ist ja, dass diese ganze Reise ganz ausschließlich aus Konsum besteht. Also alles, was er erzählt, ist ja gewissermaßen das, was man mitnehmen kann und wenn man ordentlich reist, auch mitnehmen muss. Ja, da ist es von Bedeutung, es ist die 124. Etage, nicht etwa die dritte. Es ist auch nicht irgendwie etwas, wo er selbst mal irgendwie losgelatscht wäre, sondern es ist alles genau getaktet, die Jeep-Tour durch die Wüste, der Dromedar-Ritt und so weiter. Die Welt wird vorgestellt als eine große, große Gelegenheit zum Verbrauch. Ja?
Und wir haben gewissermaßen das Spektrum über diese beiden Erzählungen. Und für unsere Fragestellung hier mit der Klimakommunikation ist das von ganz entscheidender Bedeutung, weil die heiße Frage ist ja, wie kann man denn mit diesen Erzählungen in Konkurrenz treten? Man muss ja einfach mal sehen, dass diese Erzählungen 24 Stunden lang stattfinden. Ja? Die sind ja nicht etwas, was irgendwie isolierte kleine Gruppen aus der Gesellschaft irgendwie sich wechselseitig vorerzählen, sondern das sind die dominanten Erzählungen. Sie können es auch daran sehen, dass Sie beispielsweise in der Süddeutschen Zeitung die Wissenschaftsseite haben, wo dann dramatische neueste Befunde aus der Szenerie des Klimawandels mitgeteilt werden oder aus der Biodiversität und so weiter. Und dann blättern Sie um und dann sind Sie im Reiseteil und dann kriegen Sie die totale Gegenerzählung. Ja? Und dasselbe gilt für die visuellen Medien, dasselbe gilt für Instagram und alles dieses. Das heißt, wir leben in einer Kultur, wo es eine pausenlose Dauererzählung über Weltreichweite, Weltverbrauch und so weiter gibt, die ist aber positiv konnotiert. Da ist nichts Negatives dran, sondern es sind Modelle, denen man nachkommen möchte. Deshalb ist es ja auch sozusagen erklärlich, wieso Tourismusformen, die wirklich vor 10 Jahren außer britischen Omas kein Mensch gemacht hätte, also stationär reisen, Kreuzfahrtschiffe, ja, mit 8000 Fellow Passengers in dem fahrenden Plattenbau, ja, das ist etwas, was sich kein Mensch hätte vor... Ja, das ist ja so. Das ist ja so. Es ist etwas, wo man es nicht hätte glauben können, wie solche Formen des Tourismus jemals irgendwie Massentourismus werden könnten. Und heute machen das die Leute. Und es machen eben nicht nur die britischen Omas, sondern es machen 15-, 16-Jährige und so weiter, weil es cool ist. Ja? Mit all den, das muss ich in diesem Kreis nicht ausführen, mit all den wirklich dramatischen Folgen, die solcher expansiver, ich würde sagen eskapistischer Megazerstörungstourismus anrichtet. Das ist eine verrückte Geschichte. Eine verrückte Geschichte, wieso passiert sowas? Ich will jetzt als SUV-Hasser nicht auch noch das Thema SUVs aufmachen, aber ich würde es vielleicht doch machen, weil ich mir immer vorstelle, die Historiker und Historikerinnenkommission des Jahres 2500, die versuchen zu erklären, was vor dem großen Zivilisationsbruch im Jahr 2030 eigentlich passiert ist. Wo sie sich moderne Gesellschaften, also beispielsweise der Bundesrepublik, anschauen, Daten zusammentragen und versuchen rauszukriegen, was waren eigentlich die Mindsets der Leute. Ja? Und dann sitzen sie da und tragen alles Mögliche zusammen über politische Konfliktlagen, veränderte geopolitische Figuration etc., Geschlechterfragen. Ja? Geschlechterfragen waren unglaublich dominant im Beginn des 21. Jahrhunderts, wahnsinnig wichtiges Thema. Und Klimawandel, ja? Klimawandel, ökologische Themen. Wahnsinnig relevant. Ja? Und dann stellen sie die Daten zusammen und so und gucken, was sind denn jetzt die Reaktionsweisen gewesen und dann brüten sie darüber und dann geht plötzlich die Tür auf und da kommt einer mit einem BMW X7 Prospekt rein und sagt, Leute, die hatten Stadtgeländewagen. Und Historiker sind ja retrospektive Sinnbildner. Ja? Historiker versuchen immer aus vergangenen Geschehnissen Sinn zu machen. Die denken so, dass alles das, was historisch passiert sein muss, in irgendeiner Weise eine Begründung gehabt haben muss. Und an der Stelle bricht es zusammen. An der Stelle bricht gewissermaßen die ganze Erkenntnistheorie der Geschichtswissenschaft zusammen und sie stellen fest, Kulturen sind in der Lage, die absonderlichsten, absurdesten, begründungsfreien Reaktionsbildungen auf Entwicklungen auf Ereignisse zu machen. Und das meine ich überhaupt nicht satirisch, sondern das meine ich völlig ernst. Weil wir müssen uns ja mal vergegenwärtigen, wenn wir mal ins Jahr 1972 zurückblenden, zum Erscheinen der Grenzen des Wachstums, Limits to Growth,
Eine Schlüsselszene in der Geschichte der Ökologiebewegung und später auch der Klimabewegung. Ein Ereignis, ein Buch, was im Grunde genommen alles das hervorgebracht hat oder initiiert hat, was jetzt gewissermaßen unsere Öko-, Klima- und so weiter Kultur ausmacht. Ja? Alles das, was an Institutionen gegründet worden ist, die Grüne Partei, Thematisierung, Schlagworte, Grenzen des Wachstums ist ja selber so ein Schlagwort und so weiter, ist gewissermaßen die Urszene, als dieses Buch erscheint. Und Sie alle wissen, dass wenn man entsprechende Umfrageforschung macht, wie es das Umweltbundesamt und andere es tun, dann war der Erfolg auf der Ebene der Erzeugung von Bewusstsein über unsere Probleme gigantisch groß. Ja? 80% der Leute kreuzen immer an, sehr besorgt. Und Klima ist ganz besorgniserregend, aber alles andere, Biodiversität und sowas auch. Das heißt, wir haben eigentlich eine extrem erfolgreiche Kommunikation. Ja? Die Leute wissen, womit sie es zu tun haben. Und der Witz an der Sache ist, dass in gleichem Maße, wie diese Bewusstseinsbildung sich gesteigert hat, im gleichen Maße alle Werte des Umweltverbrauchs zugenommen haben. Und der Eskapismus, wie ich ihn gerade beschrieben habe, an solchen Beispielen sozusagen Blüten oder Blasen geschlagen hat, wie es man sich 1972 nicht, wie gesagt, in den schwärzesten Fantasien hätte vorstellen können. Und das muss man zur Kenntnis nehmen. Man muss das einfach empirisch zur Kenntnis nehmen, dass der globale Weltverbrauch, aber natürlich auch der nationalspezifische Weltverbrauch, parallel zur Bewusstseinsbildung radikal zugenommen hat. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Das heißt, wir haben es damit zu tun mit paradoxalen Effekten von Erzeugung von Aufmerksamkeit, Erzeugung von Bewusstsein, Bildung für nachhaltige Entwicklung und so weiter. Und ich sage Ihnen auch mal die Auflösung, wie das Ganze zusammengeht. Ich war vor vielen, vielen Jahren, das ist bestimmt schon ein Jahrzehnt her, eingeladen von einem jungen Unternehmer im Siegerland, der sehr aktiv in diesen Angelegenheiten, Nachhaltigkeit und so weiter war und der auf eigene Kappe mit seinen Peers, also andere mittelständische Unternehmer aus der Region und sozusagen die lokale Öffentlichkeit immer Veranstaltungen machte, unter anderem zum Klimawandel und so weiter und so weiter. Ein engagierter Mann. Also so einen, wie wir ihn uns als Ergebnis von Kommunikation wünschen würden. Bei dem war echt was angekommen und der schmiss sich ins Zeug, um weiter Bewusstsein zu verbreiten. Und mit dem stand ich abends an der Theke und habe Bier getrunken und da fragte er mich, wissen Sie, was ich mir gerade für ein Auto bestellt habe? Und da war ich gespannt. Und dann sagte er ein Audi S6. Und für diejenigen, die automobilhistorisch nicht bewandert sind, im Unterschied zu mir, ein Audi S6 war zu dem Zeitpunkt die stärkste deutsche Limousine. Das war damals Doppelturbo, 450 PS. Und mir rutschte so ein bisschen das Bierglas weg. Und dann guckte er mich an und sagte, naja, wer weiß, wie lange man sowas noch fahren kann. Und das ist auch jenseits des Anekdotischen ein valider Befund, weil man muss damit rechnen, dass Menschen als aktive Realitätsverarbeiter aus Mitteilungen, aus Nachrichten, aus Daten völlig andere praktische Schlüsse ziehen, als diejenigen glauben, die diese Nachrichten und Daten verbreiten. Ja? Jetzt gucken wir uns das Ganze mal etwas neudeutsches Modewort skaliert an. Wenn wir eine Erfolgsgeschichte von 30 Jahren Klimakommunikation haben, über alle Hürden hinweg, ich will das ja jetzt nicht pauschalisieren, aber mit dem Ergebnis, es gibt dieses Bewusstsein. Und wir haben andererseits eine dominante Kultur, in der das erste Gebot heißt, du sollst kaufen. Das ist sozusagen die zentrale Sinngebungskategorie real existierender westlicher Gesellschaften im Jahr 2019. Du sollst kaufen, ist das dominante Prinzip, ist das dominante Gebot. Das ist, was Kinder im ersten Augenblick des Bewusstwerdens hören und verinnerlichen. Und das ist das, was insbesondere dann kreuzfahrende Rentner und sowas auch verinnerlicht haben. Du sollst kaufen, du sollst konsumieren, du musst es tun.
Und du hast gleichzeitig auf dem anderen Ohr die Warnungen und Mahnungen aus der Klimawissenschaft, die Mahnungen und Warnungen aus der Biowissenschaft, die Mahnungen und Warnungen aus allen Bereichen. Und die heißen übersetzt: Das geht nicht so weiter, Freunde. So wird es nicht sein. Dann muss man doch nicht die irrige Annahme hegen, dass dann alle sagen, oh, die mahnen und warnen, also kehren wir jetzt um. Sondern man hat ja etwas zu verlieren, emotional, mental, als eingelebtes Leben, habituell. Ja, ist alles das, was wir sagen, und zwar jenseits der Bewusstseinsschwelle, eine Bedrohung des eigenen Lebensmodells. Ein Angriff auf den eigenen Lebensstil, ein Angriff auf die Perspektive, so wird es immer weitergehen. Ja? Und man muss das ja wirklich kontrastieren. Man muss die Wissenschaftsseiten mit den Wirtschaftsseiten und den Reiseseiten in den Medien miteinander in Verbindung bringen. Und dann kriegt man raus, wieso dieses Mind-Behavior-Gap, wie es ja so schön genannt wird, wieso das eigentlich gar kein Gap ist, sondern wieso es überbrückt wird mit einem vollkommen, sagen wir mal, von den Gutwilligen unerwarteten, mit einer unerwarteten Reaktionsbildung, mit einer Aneignung. Menschen eignen sich Wirklichkeit an, aber sie eignen sich Wirklichkeit nicht auf die Weise an, habe schon gesagt, wie diejenigen, die jetzt mit Absicht Nachrichten verbreiten, dann davon ausgehen, dass das angeeignet würde. Und das ist ja auch insofern völlig illusorisch, weil Sie als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich ganz professionell und von der akademischen Sozialisation her Wissen einen sehr großen Wert beimessen und selbst davon ausgehen, dass Wissen bedeutungsvoll ist. Das gilt aber nicht für andere Bereiche der Wirklichkeit. Ich sage es Ihnen mal ganz im Vertrauen: Wissen wird total überbewertet. Bildung wird auch total überbewertet. Es wird total überbewertet. Der Grund ist relativ einfach zu verstehen, weil, und das tun selbst Klimawissenschaftler, wenn sie im Alltag jenseits ihrer professionellen Tätigkeit mit Anforderungen konfrontiert sind. Wie kommen die Kinder in die Kita? Wie machen wir dieses Jahr Urlaub? Wie komme ich am schnellsten von Berlin nach Karlsruhe zur Klimakonferenz? Und so weiter und so weiter, sind die Wissensbestände, die man hat, nicht handlungsleitend, sondern es sind andere situative Anforderungen handlungsleitend. Ja? Und deshalb macht man die dollsten Sachen und sagt dann immer, wenn man drüber spricht, ja, beim Wein oder sowas, eigentlich hätte ich ja mit dem Zug fahren sollen. Eigentlich bräuchten wir gar kein Auto. Eigentlich ist das ja Quatsch mit den immer größer werdenden Klimakonferenzen. Eigentlich ist das Wort der Epoche. Ja? Das muss man wirklich so sehen. Und es ist ein total falsches Menschenbild, was dieser Perspektive zugrunde liegt, dass Menschen auf der Grundlage von Wissen und von Informationen handeln würden. Menschen handeln auf der Grundlage von Beziehungen und Beziehungen bilden situative Anforderungen, die man beantwortet, jenseits des Wissens. Zweiter Punkt dazu: Wir handeln auch deswegen nicht auf der Grundlage von Wissen, weil wir in Kulturen und Gesellschaften leben, in denen unfassbar viel voreingestellt ist. Routinen der Alltagsbewältigung. Wenn man jetzt die Frage hat, ich muss von Berlin aus nach Karlsruhe auf die K3-Konferenz, dann setze ich mich doch nicht hin 3 Tage vorher und sage, okay, hier liegt ein Problem der Raumüberwindung vor. Ich sollte jetzt mit einigen Philosophenkollegen das durchdringen, dieses Problem, und mal vorher durchreflektieren, mit was ich es zu tun habe und wie ich dieses Problem löse. Nee, man macht was völlig anderes. Man guckt in den Bahnfahrplan und wenn das zu kompliziert ist, dann guckt man, ob es nicht vielleicht doch mit EasyJet oder wie auch immer, was dann so kommt. Und es betrifft jede einzelne Form unseres Alltagshandelns. Alle die Möglichkeiten sind gewissermaßen postreflexiv. Wir brauchen darüber nicht nachdenken in modernen, funktional differenzierten Gesellschaften. Das ist voreingestellt. Und wir wählen dann die Option aus dem Repertoire der Optionen, die vorhanden sind. Aber wir denken doch nicht grundsätzlich darüber nach.
wir denken doch auch in ganz anderen Bereichen nie darüber nach, ob das jetzt irgendwie, welches Problem liegt gerade vor. Ja? Sondern wir exekutieren das. Und zwar mindestens zu 95% alles dessen, worüber wir Entscheidungen treffen. Das sind keine kognitiven, reflexiven Prozesse, sondern die Entscheidungen sind voreingestellt. Auch da spielt Wissen keine besonders große Rolle. Und auch das können Sie einfach daran prüfen, wenn Sie überlegen, wann fangen Sie an nachzudenken. Sie fangen an der Stelle an nachzudenken, wo etwas nicht funktioniert. Also Benutzer der Deutschen Bahn denken sehr viel mehr als andere Menschen in dieser Gesellschaft, weil ja, da neue Aufgaben vorliegen, für die es kein Skript gibt. Für fast alles andere gibt es Skripts. Deshalb staunt man ja immer, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat, die jetzt nicht aus dieser Szene kommen, dass Autofahren selbst auf Langstrecken nach wie vor was völlig Normales ist. Es ist völlig normal. Ja, da kommt gar nicht der Gedanke auf, die Bahn zu nehmen oder so. Es ist eingelebt, das ist total normal, das nach wie vor zu machen und so weiter. Und diese Routinen, dieses Habitualisierte des Benutzens der Welt verkoppelt sich in unserer Gesellschaft und der zurückliegenden Entwicklung auf höchst, höchst ungute Weise mit dieser Kultur des Hyperkonsums. Weil auch das ist ja gewissermaßen voreingestellt. Und wir haben ja heute eine Situation, wo wirklich die Menschen 24 Stunden lang ohne Unterlass pausenlos beballert werden mit jeder Form von Konsumangebot. Das meine ich viel weiter als Produkte. Auch Informationen sind ein Konsumangebot, diese ganzen Bewegungsformen sind Konsumangebote, Politik ist ein Konsumangebot geworden und so weiter und so weiter. Und das muss man in Relation stellen zu den Intentionen von Klimakommunikation. Wo stehen wir denn da? Wie können wir denn damit konkurrieren? Und wenn dann der Kapitalismus böserweise auch noch in der Lage ist, die bösen Nachrichten produktiv zu inkorporieren und dann eben den Porsche Cayenne Hybrid auf den Markt zu schmeißen, auch nicht witzig, weil das ist ja auf allen Ebenen, ja, dass der Umgang mit den Thematiken einer ist, der scheinbar darüber gelöst wird, dass man das in die Produkte einbaut und dass das zum Marketingfaktor wird. Das wird zum Verkaufsargument, ja. Das hat etwas damit zu tun, und jetzt käme die wirkliche Kritik, das hat etwas damit zu tun, dass erstens die Ökologiebewegung seit 1972 einen unguten Verlauf genommen hat. Denn wenn Sie die frühen Akteure sehen und die zugehörigen Bücher und Texte und Reden sich angucken, dann war eigentlich von vornherein und auch bei Dennis Meadows total klar, wir können die Transformation unseres Typs von Gesellschaft nicht verstehen als segmentäre Transformation. Sprich, die Technik wird es lösen, die Ingenieure werden es machen. Wir können weiterhin Wohlstand steigern und bla, Sie kennen alle diese Texte. Ja? Wir werden Wohlstandsteigerung haben, aber trotzdem den Ressourcenverbrauch entkoppeln. All das magische Denken, was heute sozusagen dominant geworden ist, spielte zu Anfang der Ökologiebewegung in den Debatten, in den Perspektiven keine Rolle, sondern es ging um gesellschaftliche Veränderung. Und wenn ich an 1972 auch noch mal erinnern darf, dieses Buch, was ja zu den meist nicht gelesenen Büchern der Weltgeschichte zählt, weil alle glauben, sie kennen den Titel und wissen, was drinsteht, ist ja nicht alarmistisch gewesen. Heute wird es als alarmistisch reinterpretiert in Nichtkenntnis, aber es war nicht alarmistisch, sondern es war ja eine nach den damalig begrenzten Datenmöglichkeiten und nach der begrenzten Möglichkeiten von Software und Hardware ein auf 100 Jahre gerechnetes Szenario. Und Meadows und Co. haben damals gesagt, wir kriegen am Anfang des 21. Jahrhunderts massive Probleme. Das ist aber keine so schlimme Nachricht, weil wir haben ja von 1972 aus betrachtet mehrere Jahrzehnte Zeit, einen Fahrtwechsel einzuleiten, um dann vernünftig mit diesen Anforderungen umzugehen. Sie gar nicht erst in dieser Weise entstehen zu lassen. Der Originaltitel ist ja auch nicht Grenzen des Wachstums, sondern Limits to Growth. Da ist ein Prozess thematisiert in dieser Überschrift, was bei den Grenzen des Wachstums nicht drin ist. Das ist statisch. Ja? So.
und dieser Pfadwechsel, nicht mal die Einleitung des Pfadwechsels hat jemals stattgefunden, sondern das genaue Gegenteil. Ja, und Sie wissen ja auch alle, dass die Autorinnen und Autoren alle 10 Jahre repliziert haben und dann irgendwann aufgehört haben, weil natürlich jede Dekade alle Daten, die sie hatten, alle Befunde, alle Werte genau in die gegenteilige Richtung gegangen sind. Und das ist etwas, was man parallelisieren kann dazu, dass eben auch die Ökobewegung Gesellschaft vergessen hat, sondern sich mehr und mehr gewissermaßen angeschmiegt hat an die dominanten Formen der Behandlung von Problemen, des Konsumierens und so weiter. Und wir am Ende bei solchen Absurditäten wie grünes Wachstum und so gelandet sind. Ja? Also den Frieden zu machen mit den konsumistischen und wachstumswirtschaftlichen Verhältnissen und zu sagen, wir kriegen das innerhalb dieser Verhältnisse hin, wenn nur unsere Ingenieure und die Techniker und die Autoindustrie und sowas sich wunderbar ergrünt. Das ist die Lebenslüge, die bis heute total wirksam ist. Die total wirksam ist und die jetzt ja kulminiert, diese Lebenslüge. Für mich ist der 20.09., der vergangene Freitag, ein wirklich signifikantes Datum. Man soll ja in der Gegenwart keine Prognosen machen, aber es könnte sein, dass es ein Tag ist, an dem man sich später erinnern wird. Und zwar deswegen, weil die unglaubliche Diskrepanz zwischen den Ansprüchen einer nachwachsenden Generation und der vollständigen Indolenz einer politischen Klasse hier so auf den Punkt gebracht worden ist, wie man sich es auch nie hätte vorstellen können. Ja? Und ich will das gar nicht moralisch betrachten, sondern nur phänomenologisch, weil sich, was sich da zum Ausdruck gebracht hat, natürlich auf der Ebene der politischen Klasse ein totales Verhaftetsein in diesem Konsum, in diesem Kulturmodell der unablässigen Steigerung, der totalen Dominanz der Ökonomie und sozusagen der Selbstbehauptung, alles sei unfassbar kompliziert und man könne und Politik ist das Machbare und so weiter. Und draußen hat man für die Bundesrepublik 1,4 Millionen Menschen, davon der überwiegende Teil sehr junge Menschen, die sagen, es geht hier nicht um das politisch Machbare. Es geht hier um eine zentrale Überlebensfrage und die betrifft uns. Das ist maximal als Diskrepanz. Und für mich ist diese Diskrepanz auf der einen Seite überhaupt nicht zu erklären, also diese völlige Indolenz nicht anders zu erklären, als durch die Entwicklung, wie ich sie beschrieben habe. Weil, wir wissen ja alle, bei jeder politischen Frage, die es überhaupt gibt, ist das Primat nicht die Ökologie im weitesten Sinne. Auch in allen Umsetzungsfragen von Nachhaltigkeit ist das Primat nicht die Ökologie. Primat ist nach wie vor Ökonomie. Alles andere wird dem nachgeordnet. Und deshalb ist es kognitiv überhaupt nicht zu inkorporieren, offensichtlich, weder von Ökonominnen noch von Politikerinnen noch von den Mehrheiten der Leute, dass Klimawandel kein politisches Problem klassischen Typs ist. Denn das ist ja das, was die Kids auf der Straße für sich reklamieren. Es handelt sich um ein anderes Politikfeld als die Mütterrente. Es handelt sich um ein anderes Politikfeld als alle anderen Politikfelder. Und das versteht offensichtlich die im Moment vorhandene politische Klasse in keiner Weise. Sie verstehen es einfach nicht. Ich will gar nicht, deshalb will ich nicht moralisch argumentieren, aber sie merken, wie unglaublich tiefgreifend diese Mentalitäten sind, wie diese mentalen Infrastrukturen sind. Wenn Sie am vergangenen Sonntagabend Anne Will gesehen haben und diesen Herrn Altmaier mit dem armen Herrn Edenhofer und der armen Frau Kempfert. Und man einfach merkt, da ist gar nichts von den letzten 40 Jahren der Dinge, mit denen Sie sich beschäftigen, irgendwie verinnerlicht. Absolut zero. Das Gesellschaftsmodell, das Wirtschaftsmodell, das Lebensstilmodell, was dort vorhanden ist und politisch handlungswirksam wird, ist das des 20. Jahrhunderts. Nicht des 21. Jahrhunderts und nicht derjenigen, die im 21. Jahrhundert geboren worden sind. Das ist der eklatante Punkt. Ja? Und die kommunikative Leistung, jetzt komme ich zum eigentlichen Thema wieder zurück, die kommunikative Leistung der Fridays for Future ist, Klimakommunikation umformatiert zu haben.
Die berufen sich zwar auf Wissenschaft, aber sie sagen etwas völlig anderes. Sie thematisieren Gerechtigkeit. Das ist ein vollkommen anderer Layer über der ganzen Debatte, als es aus der Klimawissenschaft die ganze Zeit gekommen ist. Die Klimawissenschaft kann ja heilfroh sein, dass jetzt das passiert ist, dass es plötzlich eine politische Urgency bekommen hat, jedenfalls so, wie es die Medien aufnehmen, wie wir es aufnehmen, weil wir endlich den Schritt gemacht haben, das nicht mehr als scientifisches Problem zu kommunizieren, sondern als ein soziales und kulturelles Phänomen und Problem. Und dass die zentrale Variable bei der ganzen Geschichte nicht irgendwelche CO2-Emissionen sind, sondern Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist der stärkste Treiber für gesellschaftliche Veränderung. Der, mein Übervater in der Soziologie, Norbert Elias, hat es mal in einem eher nicht beachteten Artikel geschrieben, dass der größte Treiber für soziale Veränderung das ist, wenn nachfolgenden Generationen von den vorhandenen Generationen, so hat er es damals genannt, die Aufstiegskanäle versperrt sind. Also die Möglichkeit, an der Gesellschaft, an der Welt genauso zu partizipieren, wie es die vorhergegangenen in Anspruch genommen haben. Das ist der größte Treiber für soziale Veränderung. Und wir haben viele, viele historische Evidenz dafür. Das 20. Jahrhundert, was ein Katastrophenjahrhundert gewesen ist in vielerlei Hinsicht, ist ein Katastrophenjahrhundert wegen Generationenprojekten gewesen. Der Nationalsozialismus war ein Generationenprojekt. Ja, die russische Revolution war ein Generationenprojekt. Positiver kodiert die Arabellion war ein Generationenprojekt. 68 Generationenprojekte. Die haben alle etwas damit zu tun, dass den herrschenden Generationen nicht einfällt, Kanäle sozusagen der Lebensgestaltung für die Nachrückenden zu eröffnen. Ein historischer Fehler, der da gerade gemacht wird, weshalb ich glaube, dass dieser 20.09. signifikant ist. Und ich finde es dann auf der Symbolebene noch die absolute Superhärte, Herr Schwanker hat es ja erwähnt, dass man dann noch in aller unfassbaren Borniertheit mit zwei Riesenfliegern vom selben Flughafen in 30 Minuten Abstand in amerikanische Orte fliegt, die 300 Kilometer voneinander entfernt sind. Deutlicher kann man 17-Jährigen nicht sagen, ihr seid uns sowas von scheißegal. Ja? Das meine ich ganz ernst. So, und jetzt kommt noch etwas, nachdem ich jetzt so viel andere schlecht gemacht habe, muss ich natürlich auch meine eigene Disziplin und alle Zugehörigen im breitesten Sinne Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften auf dieselbe Art und Weise kritisieren. Denn ein zentrales Merkmal, eine Signatur unserer Gegenwart ist ja die Absenz von Zukunft. Es gibt keine Zukunftsentwürfe. Außer das, was die Elon Musk dieser Welt anzubieten haben. Und das ist kulturhistorisch betrachtet dasselbe, was man in den 50er Jahren angeboten hat. Ja? Wir erschließen das Weltall, wir schießen Menschen in irgendwelchen Tubes durch die Welt. Alles wird schneller, größer und Technik ist total super und wir haben alle Möglichkeiten. Das sind die altmodischsten, antiquiertesten Zukunftsvorstellungen, die da gegenwärtig gehandelt und gekauft werden, die es überhaupt in den vergangenen 100 Jahren gegeben hat. Das ist total irre. Das verweist aber nur darauf, dass wir als Bewohner moderner Gesellschaften vergessen haben, dass moderne Gesellschaften Entwicklungsprojekte sind. Und sie brauchen Zukunft. Sie brauchen Zukunftsbilder. Wenn man das jetzt nachher länger diskutieren kann, kann ich es noch weiter ausführen. Aber wenn ich mal dieses komische Wir verwenden darf, also Menschen, die über Klima und so weiter irgendwie kommunizieren, haben unter anderem dazu beigetragen, dass man Zukunft nicht als etwas Erstrebenswertes, Gestaltbares jetzt designt hat, sondern als etwas, was man besser vermeidet. Weil die Grundmitteilung, die wir alle gemacht haben, ist, die Zukunft wird auf jeden Fall schlechter als die Gegenwart. Das ist psychologisch fatal, weil es die Gegenwart affirmiert, im vorhin beschriebenen Sinne. Na dann jetzt aber,
ja, das noch rausholen. Und gleichzeitig ist es für moderne Gesellschaften existenzielle auch Demokratieziel, Zukunft als etwas zu verstehen, auf das man gemeinsam sich hinbewegen kann, völlig abhanden gekommen. Völlig abhanden gekommen. Deshalb haben sie auch keine politische Kommunikation über Zukunft. Sie haben immer nur eine politische Kommunikation über das Festhalten des Gegenwartspunktes. Komme, was da wolle. Ja? Und da haben natürlich, wenn man sich anguckt, wann hat es denn das letzte Mal eine Gesellschaftstheorie aus der Soziologie gegeben? Wo hat es eine Weiterentwicklung der Idee der Moderne gegeben? Nichts. Absolut null. Genauso wenig, wie es einen utopischen Roman gibt. Genauso wenig, wie es einen utopischen Film gibt. Wir sind völlig visionslos, völlig visionsfrei und auch professionell nicht mal gescheitert, sondern einfach aufgehört mit der Aufgabe, diese Form von Gesellschaft weiterzudenken. Die zentrale Anforderung für das 21. Jahrhundert, für moderne Gesellschaften, ist ja eine paradoxale Anforderung. Wir haben auf der einen Seite das großartigste Gesellschaftsmodell, was es historisch jemals gegeben hat. In der Leistung, den Menschen jede Menge immaterielle und materielle Zivilisationsgüter zur Verfügung zu stellen. Von der verdoppelten Lebenserwartung gegenüber dem letzten Jahrhundert bis zu Schulbildung, Universitäten, Gesundheitssysteme, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Ein gigantisches Erfolgsmodell, ein super Erfolgsmodell. Funktioniert aber leider im 21. Jahrhundert nicht, weil es basiert auf einem ungebremsten und unbremsbaren Naturverbrauch. Das heißt, das große Entwicklungsprojekt für unsere Form von Gesellschaft ist, diese zivilisatorischen Güter aufrechtzuerhalten und das auf ein anderes Naturverhältnis zu bauen. Das ist das Apollo-Projekt des 21. Jahrhunderts, falls so eine Metapher stimmen würde. Aber darin liegt es doch auch, die Herausforderung Klimakommunikation, dieses Ding umzukodieren und zu sagen, das ist jetzt keine belastende Aufgabe, sondern es ist eine Gestaltungsherausforderung, die ja total Spaß machen kann, die proaktiv anzugehen. Auch hier ist wiederum total kontraproduktiv, das erlebe ich in fast jeder öffentlichen Diskussion, dass sich Leute immer melden, ja, alles schön und gut, was Sie sagen, Herr Welz, aber wir haben ja keine Zeit. Können wir in der Diskussion gerne noch darauf eingehen. Ich halte das für eines der katastrophalsten Ergebnisse der bisherigen Kommunikation, dass Menschen glauben, sie hätten keine Zeit, die Welt zu verändern. Desaströs, desaströs. Und der Mangel an Zukünftigkeit ist natürlich etwas, was dringend behoben werden muss. Und dafür brauchen wir Zukunftsbilder, dafür brauchen wir Visionen. Und ich möchte das mal in einem plakativen Satz zusammenfassen. Um eine autofreie Stadt als gut zu empfinden, brauche ich keinen Klimawandel. Für unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten, und wir leben nach wie vor in einer der reichsten, aber vor allem freiesten Gesellschaft der Welt, bedeutet, jede einzelne Person in dieser Gesellschaft hat Handlungsspielräume, kann aktiv Dinge verändern. Und für die Veränderung unserer Form von Gesellschaft, unserer Form von Stadt, unserer Form von Mobilität, unserer Form von Wohnen, unserer Form von Bewegung im Raum, unserer Form von Ernährung, brauche ich doch keine negative Begründung. Ich kann doch sagen, super, ich kann doch auf eine Fortschrittsgeschichte zurückblicken, wo man sagen kann, da ist doch unfassbar viel realisiert, was vor drei Generationen als vollkommen irre Utopie erschienen wäre. Warum können wir nicht von dieser Beobachtung ausgehen und sagen, solange wir eine freie Gesellschaft sind, die natürlich zunehmend unter Stress gerät, solange können wir doch alles daran setzen, diesen Laden vernünftig zu bauen. Beispiel autofreie Stadt. Ja, das Auto gehört ins 20. Jahrhundert. Ist übrigens auch ein Missverständnis, dass Auto ein Transportmittel ist. Auto ist was völlig anderes. Auto ist ein symbolisches Feature. Ja? Das ist in der Nachkriegszeit deswegen bedeutungsvoll gewesen, weil es Freiheit verkörpert, weil es Intimität realisiert, weil man Sex im Auto haben kann, weil man Modellbildung über Filme und sonst irgendwie was haben kann. Auto ist in letzter Konsequenz ein Fortbewegungsmittel. Deshalb gibt es heute auch Stadtgeländewagen. Ja? Es ist also dysfunktional, wie man sich überhaupt nur vorstellen kann, war es auch immer.
und hat aber sozusagen unsere Infrastrukturen, unsere Welt im 20. Jahrhundert geprägt, selbstverständlich. Das heißt aber nicht, dass man so etwas im 21. Jahrhundert brauchen würde, unter Bedingungen ganz anderer Form von Kommunikativität, unter Bedingungen von Digitalisierung, unter Bedingungen einer großartigen Orchestrierbarkeit von öffentlichem Verkehr und so weiter. Aber überlegen Sie sich mal, wie wir darüber diskutieren. Ich sagen würde, die autofreie Stadt und in die gegenwärtigen Diskussionen implementiere, dann hätte ich einerseits den Faktor, brauche ich hier nicht zu erzählen, Emissionen. Ohne fossilen Individualverkehr keine Emissionen, weg mit dem Zeugs. Brauchen wir nicht. Das ist aber nur der allerkleinste Aspekt. Lärmemissionen, weg. Sicherheitsprobleme, völlig minimiert. Ja? Psychologische Faktoren, wenn heute ein kleines Kind das erste Mal sich autonom bewegen kann, muss man es festhalten, weil es sonst plattgefahren wird. Diese Form der Autokultur hat sich in uns ja so inkorporiert, dass wir an keiner Stelle darüber nachdenken, dass unser ganzer Bewegungsraum, der Bewegungsraum aller Lebewesen, determiniert ist durch das Auto. Ja? Das ist eingelebt, wir kommen nicht drauf. Ich bin ja so ein Realitätsverfremder, deshalb rege ich mich ständig auf. Ich versuche mir vorzustellen, dass das nicht normal ist, dass ich pausenlos aufpassen muss, nicht überfahren zu werden. Ja, man hält das für normal, dass die Möglichkeit besteht. So, das ist der Faktor, das ist der am einfachsten verstehbare. Jetzt lassen Sie uns mal über den einen der größten Aufreger in der deutschen Politik der Gegenwart sprechen. Über gestiegene Miet- und Immobilien- und Bodenpreise, exorbitant gestiegene Preise, die riesige soziale Probleme nach sich ziehen, Ausgrenzung, Verdrängung früherer Wohnbevölkerung zugunsten anderer und so weiter und so weiter. Ja? Warum redet keiner darüber, dass das Auto ein unglaublich großer Problembeiträger ist? Wenn wir die teuerste Stadt Deutschlands nehmen, München, dann kann man mal einfach schlicht und ergreifend feststellen, 12,6% der Stadtfläche sind reserviert für parkende Autos. Rechnen Sie das mal um auf Geld. 12,6% der Stadtfläche leistet man sich, um Autos abzustellen. Und Sie alle wissen, ein fahrendes Auto verbraucht ein Vielfaches der Fläche. Und komischerweise ist dies auch nicht nur die teuerste Stadt, sondern die Stadt mit der höchsten Bodenversiegelung, die es in der Bundesrepublik gibt. Komisch, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Und wenn man die Autos rausschmeißt, stellen Sie sich mal vor, was man für Möglichkeiten hat, des Raumgewinns in der Stadt. Ist doch eine total irre Geschichte. Ja, ich löse ein soziales Problem zugleich mit einem ökologischen Problem. Und dann können Sie noch weitere Faktoren dazu nehmen. Sie können einfach sehen, wir haben im Moment mit der Demokratie ein Problem, weil es keine analogen Räume der politischen Kommunikation gibt. Weil Öffentlichkeit entleert ist, weil überall dort, wo Menschen sind, ziehen sie ihr privates soziales Universum aus der Tasche und sehen niemanden mehr links und rechts vor sich. Ja, sind atomisiert. Das ist für Demokratie fatal, wenn es diese Form von absichtsloser Begegnung nicht mehr gibt. Wenn Sie Stadt umbauen und sagen, wir sind jetzt das Schlimmste los, dann können Sie plötzlich eine Stadtplanung machen, wo Sie die analoge Stadt denken, nicht die smarte. Die analoge Stadt, wo es Räume mit Begegnungsqualität gibt, wo man Plätze wieder haben kann, wo man Fantasien über Stadtgestaltung haben kann, die sich daran orientieren, wo kommen Menschen in der resilientesten Sozialform, die die Geschichte kennt, zusammen? Und was können wir daran aufrechterhalten? Ganz bestimmt nicht die Smart City. Die Smart City ist eine Mickey-Maus-Fantasie. Die Smart City ist eine Mickey-Maus-Fantasie. Sie werden mir keine einzige Darstellung einer Smart City-Vision vorlegen können, wo das Thema soziale Ungleichheit vorkommt, wo Hundescheiße vorkommt. Und alles das. Das gibt's alles nicht. Das sind hygienisch entleerte, totalitäre Fantasien. Ohne dass überhaupt mal jemand gefragt würde. Ohne dass überhaupt mal jemand gefragt würde, wer will denn eigentlich in so einer Stadt leben? Aber Sie merken, ich kann unglaublich viele Argumente für die autofreie Stadt als Modernisierungsprojekt herbeiziehen und brauche kein einziges negatives Argument dafür. Also ich brauche schon negative Argumente in dem Moment, wo ich Zusammenhang herstelle zwischen Mieten und dem Verkehrsmittel. Ja?
Aber die Herausforderung, das als Entwicklungsprojekt proaktiver Art zu begreifen, ist doch einfach auf der Hand liegend, und da muss ich nicht mit, wir haben nur noch 7 Jahre Zeit oder irgendwas argumentieren, sondern sagen, das sind Gestaltungsmöglichkeiten, die wir haben, die unsere Stadtgesellschaft, unsere Formen des Lebens zukunftsfähig machen. Da kommt Zukunft rein. Und auf diese Art kann man natürlich ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten eröffnen. Wie denke ich mir eigentlich das Wohnen der Zukunft? Sieht das so aus wie jetzt? Sieht das so aus wie eingestellt auf den Single- oder Zwei-Personen-Haushalt mit der Landhausküche? Mit der Landhausküche, gehen Sie heute mal in ein Küchenstudio. Das Erste, was Sie gefragt werden, ist, wollen Sie die Küche benutzen oder zeigen? Das ist wahr. Das ist wahr. Sie haben ja auch hier diese paradoxalen Parallelentwicklungen, ja? Dass diese Essenszeitschriften, die Essenssendungen, die Größe der Küche und sowas total angestiegen sind. Und im gleichen Maße gucken Sie die Lieferdienste an, Convenience Food und alles dieses ist noch stärker gestiegen. Das heißt, diese Dinge sind gar nicht mehr in Korrelation. Das ist nur noch sich selbst genügender Konsum, der dort vorgetragen wird. Und die Landhausküche ist der SUV sozusagen in der Wohnung. Das ist so. Und da ist doch, und das kann alles nur passieren, so ein Quatsch, ja, wieder meine Historikerkommission 2500, so ein Quatsch kann wirklich nur passieren, wenn eine Gesellschaft keine Zukunft hat, weil sich dann alles in die totale Expansivität eines Gegenwartsmomentes übersetzen muss. Man nimmt, was man kriegen kann. Und es muss immer, natürlich nach dem dominanten Modell, immer größer, schwerer, länger, dicker, ressourcenintensiver sein. Ganz unausweichlich. Ja? Und ich kann das nicht brechen, wenn ich nicht einfach meine Form von Kommunikation umstelle und sagen, wir stellen uns eine bessere Welt vor und wir können euch auch sagen, wie die aussieht. Vorschlagsweise, keine totalitären Vorschläge. Wenn da Kritik dann kommt, dann muss man sagen, okay, scheint mir der Punkt berechtigt zu sein. Aber ich muss doch erstmal Zukunft wieder in die Welt bringen. Ich muss doch mir die Mühe machen, mich der Mühe unterwerfen zu sagen, ich will mal Zukunft denken. Wie könnte das denn aussehen? Wie kann man das designen? Wie kann man das machen? Und ich lese Ihnen jetzt mal einfach, also ich habe ja dieses Buch gerade geschrieben, das schwerste Buch, was ich je geschrieben habe. Warum? Weil es ausschließlich positiv ist. Weil wir alle eben unfassbar routiniert geworden sind im Markieren des Negativen, im Katastrophenmodus, in der Katastrophenkommunikation und völlig verlernt haben, dass man Dinge auch positiv betrachten kann. Übrigens auch, dass man die Vergangenheit unserer Gesellschaft bis heute eben nicht als negative ausschließlich charakterisieren kann, sondern als in vielerlei Hinsicht unglaublich positiv, damit man auch weiß, welche Elemente braucht man eigentlich. Meine Zukunftsutopie, das Buch heißt ja eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen im Untertitel, geht so, dass ich eine Sortierung vornehme, wo ich sage, was hat denn unser zivilisatorisches Projekt bislang vorangebracht? Was waren die Bausteine, was waren die Elemente, die super gut gewesen sind, wie eben Rechtsstaatlichkeit und viele andere Dinge, Daseinsvorsorge, Verwaltungen, die funktionieren, Institutionen und so weiter und so weiter. Und da sagen, nee, dies brauchen wir nicht zu modernisieren oder vielleicht nur zu modernisieren. Wir müssen es aber auf jeden Fall behalten. Prämisse 1 ist, es muss bewahrt werden und nicht weggeschmissen werden. Dann haben wir Dinge, die brauchen wir nicht mehr. Bausteine, die im 20. Jahrhundert in der zweiten Hälfte mal wichtig gewesen sind, wie das Auto oder Ausbau des Flugverkehrs oder was immer, das brauchen wir nicht mehr, das müssen wir loswerden. Also zur Zukunft gehört auch die Sortierung dessen, was man nicht mehr braucht. Weg mit dem Zeugs. Ja? Ich finde ja zum Beispiel, der Flughafen in Berlin wäre das perfekte Mobilitätsmuseum fürs 20. Jahrhundert. Ja? Kulturelle Nachnutzung, totale Avantgarde. Oder diese Kreuzfahrtschiffe da, die jetzt mal in der Welt sind, die kann man doch stationär irgendwo hinlegen und kann statt der Reling Screens haben, wo die wunderbarsten Landschaften vorbeiziehen, und auf den Schiffen kann man das Erlebnisbad nutzen und alles, was sonst so da ist, nur die richten dann keinen Schaden über das hinaus mehr an, wie jetzt schon in ihre Entstehung geflossen sind. Also Dinge loswerden, weg damit, brauchen wir nicht, hindert das zivilisatorische Projekt, hindert auch
auch Auswege aus unserer kernökologischen und klimamäßigen Problematik. Und dann kann ich noch Dinge hinzufügen, die neu sind, die auf den alten Bausteinen aufbauen und sagen, andere Mobilität, andere Häuser und so weiter. Und das Wichtige dabei ist, deshalb lese ich Ihnen gleich noch eine Passage vor, wenn ich darf, das sind konkrete Utopien. Das sind nicht Utopien von dem Typ, schöner wäre es, wenn es schöner wäre. Oder diese Masterplan-Utopien. Ja? Wir schaffen die neue Gesellschaft, wir schaffen den freien Menschen und sowas, weil diese Utopien, darüber hat uns das 20. Jahrhundert belehrt, tödlich sind. Weil Gesellschaft, Welt ist etwas, was in permanenter Veränderung begriffen ist. Deshalb kann ich keine Blaupausen und Masterpläne machen, sondern ich muss etwas entwickeln, was fehlerfreundlich, was reversibel ist, was kleinteiliger ist. Deshalb nenne ich das auch Heterotopie. Also sozusagen Orte der Verschiedenheit, wo man Dinge entwickeln kann, die möglicherweise dann gesamtgesellschaftlich von Bedeutung wären. Damit kann man sich entlasten. Man kann sich auch entlasten von diesen ganzen Geisterfragen, die in Diskussionen auch immer kommen. Ja, was ist denn mit dem Kapitalismus? Wir müssen doch erst den Kapitalismus abschaffen, bevor wir. Oder was ist denn mit dem globalen Süden? Wir müssen erst den globalen Süden, bevor wir. Und so, das sind ja alles Geisterdiskussionen, totaler Quatsch. Ja? Konkrete Utopien sind Utopien des Fahrtwechsels und den man konkret vollziehen kann in nicht der ganzen Welt, noch nicht mal im eigenen Nationalstaat, sondern kleinräumig und dann werden sie wirksam. Und da lese ich Ihnen jetzt noch was vor und dann kann ich sowieso nicht mehr reden. So, Heterotopie 1. Ich stelle mir vor, der Senat der Stadt Berlin beschließt, dass Schulkinder nicht mehr mit privaten Autos zur Schule gebracht werden sollen. Das ist ganz einfach umzusetzen. Parken im Umfeld von Schulen wird weiträumig verboten, weshalb es für die Eltern keinen Sinn mehr macht, die Kinder zu chauffieren. Stattdessen werden Busservices eingerichtet, die alle Berliner Schülerinnen und Schüler zuverlässig, sicher und komfortabel transportieren. Nach Berechnungen des Berliner Senats kostet das etwa 47 Millionen Euro pro Jahr. Das sind, glaube ich, weniger als die Klos auf dem Berliner Flughafen. Steht hier nicht, kleine Nebenbemerkung. Natürlich können Sie, die Schüler, auch zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren, wenn Sie wollen. Diese Maßnahme führt zu praktizierter Gleichheit unter den Kindern, unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern, entlastet sie von Überbetreuung und emanzipiert sie, gibt ihnen Gelegenheit zu gemeinschaftlichem jenseits der Schulstunden, macht die Schulwege sicherer, befriedet das schulische Umfeld, der morgendliche und mittägliche SUV-Krieg ist abgeschafft und entlastet die Anwohnerschaft, reduziert die Schadstoffbelastung, den Treibstoff verbraucht die Nerven aller Beteiligten. Kurz, sie verbindet soziale und ökologische Ziele auf höchst einfache und überzeugende Weise. Wenn es erstmal ein solches Modell gibt, kann es gegen konventionelle Verhältnisse und die zugehörigen Standardargumente, geht nicht, war schon immer so, gestellt werden und als bessere Praxis überzeugen. Heterotopie 2. Ich stelle mir vor, die Stadt Kopenhagen ist in ihrer Strategie, die Autos aus dem städtischen Raum zurückzudrängen und den Fahrradverkehr durch die Einrichtung entsprechender Fahrspuren, Vorfahrtsregelungen und so weiter weiter zu fördern, außergewöhnlich erfolgreich. Als weiteres Element der Kopenhagener Mobilitätsstrategie wird der Schulbusservice übernommen, der in Berlin entwickelt und erprobt worden ist. Der Erfolg des Berliner Schulbusbeispiels wird durch die internationale Nachahmung unterstrichen. Umgekehrt wird es attraktiv, Elemente des Kopenhagener Masterplans für die Berliner Mobilitätsplanung zu übernehmen. Beide bessere Praktiken unterstützen sich gegenseitig, weil sie keine Theorien geblieben sind, sondern weil man sie anschauen, ausprobieren, bewerten und kombinieren kann. Heterotopie 3. Ich stelle mir vor, der Rat der Stadt Hannover, wo in Kooperation mit der Volkswagen AG ein Rufbussystem erprobt wurde, das den öffentlichen Nahverkehr mit S- und U-Bahn sehr komfortabel ergänzt und von den Nutzerinnen und Nutzern begeistert angenommen wird, beschließt, sowohl das Kopenhagener als auch das Berliner Modell zu übernehmen und sieht die Chance, Hannover als erste autofreie Großstadt weltweit zu profilieren. Der Rat der Stadt kann auf die funktionierenden Praktiken in Berlin und Kopenhagen verweisen und auf den Heterotopien 1 und 2 aufbauen. Heterotopie 4. Ich stelle mir vor, das Referenzprojekt Autofreies Hannover funktioniert.
und hat Ausstrahlungswirkung gerade deswegen, weil diese Stadt nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs als erste autogerechte Stadt wieder aufgebaut wurde. Die Transformation in die autofreie Stadt ist hier besonders sinnfällig, weil sich die nunmehr überdimensionierte Verkehrswegeinfrastruktur für Nachnutzungen anbietet. Die vielspurigen Schnellwegtrassen können mit Windkraft und Solaranlagen bestückt, die innerstädtischen Straßen rückgebaut und in Flanierzonen sowie Spazier- und Fahrradwege konvertiert werden. Durch die radikale Erhöhung der Begegnungsqualität im öffentlichen Raum, durch das Verschwinden tödlicher Verkehrsunfälle, radikal verminderte Schadstoff- und Lärmbelastung zeichnet sich ein neues zukunftsweisendes Konzept ab. Die autofreie Stadt ist mehr und mehr auch die analoge Stadt, also die Stadt, in der die für Demokratien immens wichtige bürgerliche Öffentlichkeit zurückkehrt. Das könnte man jetzt beliebig weiterspinnen, solange bis wieder jemand sagt, aber das geht doch alles nicht. Das kann er aber nur so lange sagen, als es keine der vorgestellten Heterotopien in der Wirklichkeit gibt. Sobald etwas davon in Kopenhagen und Berlin und Hannover zu besichtigen ist, weil es real existiert und funktioniert, dreht sich das Argument in ein souveränes Geht doch um und eröffnet weitere Möglichkeitsräume, die ohne die Heterotopien 1, 2 und 3 nicht existieren würden. Das heißt, es werden neue Pfadabhängigkeiten geschaffen, wenn konkrete Heterotopien Wirklichkeit werden. Vielen Dank.